Hello Party Peoples and welcome to my channel Bestechlich. Ja, heute hier in dem Video der neue Must Printer. Habe ich mitbekommen, habe ich aber noch nicht angesehen, dass der Tom schon darauf reagiert hat. Bin mal gespannt, was der jetzt zu sagen hat. Ja, wir ziehen uns den heute auch mal hier rein an der Stelle. Denn ich habe ihn auch zugeschickt bekommen und ja, habe ihn mit meinem Spannmann ausgiebig getestet. Werde ich euch gleich ein paar Fotos und so weiter zu einblenden und werde dann ein bisschen was zu dem ganzen Gerät hier sagen. So, packen wir das ganze Gerät mal eben kurz aus. Also bekommt es hier in so einen kleinen schicken Kartonscan, ja. Gut, den braucht man danach auch nicht mehr. Dann kommt hier einmal eine Anleitung in englischer Schrift. Dann habt ihr hier noch, was ist das? Achso, ein Blatt. Dann haben wir hier noch einmal auf, wer das, heißt das Mandarin? Wer auf jeden Fall dem mächtig ist, der kann natürlich auch diese Anleitung benutzen. Ansonsten würde ich dann die englische empfehlen. Dann haben wir hier ein Blatt drin. Was haben wir hier? Oh, okay, wir haben hier ein Blatt drin mit einem Stencil. Schon fertig. Die können wir als Wonderdu anbieten direkt. Leute, könnt ihr als Wonderdu sofort raus, dann ist direkt fertig. So, ja, also hier drauf sieht der Druck auf jeden Fall gut aus. Ja, ich versuche das mal so ein bisschen vor die Kamera zu halten. Sieht man das? Ja, also hier sieht der Druck relativ gut aus. Ja, ansonsten mit dabei hier so ein schöner Sack. Also ich hatte das vorhin schon einmal rausgeholt. Habe aber gar nicht gesehen, dass das Papier da so ist. So, das ist hier der Drucker. Ja, könnt ihr aufmachen. Hier vorne habt ihr das Anknüpfchen. Was hier, was hier noch ist, warum das da noch steht. Okay, auf jeden Fall an. Okay, das ist dann nicht schlecht. Dann USB-Ladekabel ist dabei. Und ich hatte jetzt noch so ein kleines Paket mitgeschickt bekommen mit Blätters. Warte mal, ich zeige euch ganz kurz. Einmal hier Transferpapier, ja, direkt von Must. Kann ich leider nicht so sagen, ob ihr das auch mitgeschickt bekommt, wenn ihr diesen Drucker hier kauft. Ob das als Beilage dabei ist, vielleicht bei mir auch nur, weil ich den jetzt halt hier für euch teste. Das Ding habe ich nämlich kostenlos zugeschickt bekommen. So, meine Freunde, ich würde sagen, als erstes machen wir das Gerät an der Antaste und das finde ich ziemlich verstörend. Warte, ich halte mal Mikrofon dran. Okay. So Leute, also ihr müsst, um den ganzen Printer betreiben zu können, müsst ihr im Google Play Store, ne, also geht das, findet ihr die auch, App auch, blende ich mal eben kurz ein, alternativ natürlich auch im Apple App Store. Ja, also jetzt heute kümmere ich mich nur um das Apple Produkt, ja, jetzt wird das jetzt einmal überblenden, dann seht ihr so ein bisschen hier, ja, was ich sehe, ja. Ja, also ihr habt hier, könnt ihr unter mein Gerät, ja, unter meine findet ihr dann auch den Drucker, ja, der verbindet relativ schnell und zuverlässig. Unten in der Mitte sind einmal eure Bilder, könnt ihr eure Bilder durchgehen, die ganzen Alben, die ihr habt, sucht euch euer Motiv aus und ladet das Ganze in die App rein, genauso wie bei Fomemo. So, jetzt könnt ihr da die Größe ändern und so weiter, wenn nicht so blöd war wie ich und habt einen DIN A4-Seite abgespeichert, dann ist das natürlich noch praktischer, weil dann könnt ihr das entweder an diesen Millimeter-Einheiten oben und links irgendwie anpassen oder halt sogar hier ganz unten links auf Größe, könnt ihr gezielt eure Größe eingeben, wie groß ihr dieses Motiv dann haben wollt. Ansonsten gibt es da noch unter Verschönern so ein paar Optionen wie Filter, wo ihr zum Beispiel nur Outlines einstellen könnt und auch noch ein paar andere Sachen alles, auch ähnlich wie bei Fomemo. Was ich, ja, mit Linie konnte ich nicht ganz so viel anfangen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ihr seht, es wird ein bisschen dicker, ja, es könnte also noch leicht ein bisschen fetter oder dünner machen, wie auch immer. Alles ist also auch nochmal möglich. Vielleicht bringt das mal was, gerade bei Schriftarten, die vielleicht mal was fein oder was dicker aussehen sollen. Ansonsten finde ich sehr geil diesen 3D-Modus, ja, da könnt ihr jetzt hier auf dieser blauen Fläche das Tattoo dorthin bewegen, wo ihr wollt, könnt das vergrößern, ja, und unten auf dem Mannequin wird das dann alles so angezeigt. Damit der Kunde vielleicht mal einfach sehen kann, ach so wird das dann aussehen, also vielleicht nur in dieser Position, aber ja, könnt ihr alles mögliche ausspielen, finde ich ein cooles Gimmick. Ja, ansonsten, ja, was gibt es da groß zu sagen, könnt ihr halt letztlich relativ nah der Fomemo-App, außer der 3D-Modus, den ich echt cool finde, und dann könnt ihr das ganze Ding hier drucken, unten gibt es noch verschiedene Optionen, hier flach, moderat, normal und auch hier in Deutsch alles für bessere Ergebnisse, die untere gelbe Seite abmachen zum Beispiel, wenn das matt ausdruckt. Ne? Ja, sind wir wieder zurück. Ja, also wie gesagt, es ist befremdlich, dass das Gerät mit uns spricht, ist dann die eine Sache, aber der Preis liegt bei 180 Euro. Und das Papier ist auch hier, es ist ein DIN A4-Drucker. Bedeutet für uns alle, wenn wir hochwertiges Papier wie Spirit oder S8 oder so nutzen, was ich gerne nutze, dann ist das blöd wieder, weil du halt so, ich sag mal, einen Zentimeter abschneiden, dann kriegst du das Papier immer durch. Ne?
Ich glaube, es sind nur wenige Millimeter, aber wenn du einen Zentimeter abschneidest, bist du auf jeden Fall safe, dass das hier durch den Drucker durchläuft. Ja, das Ding ist, wir haben halt mehrere Tests gemacht und ich möchte euch da ganz kurz was zu einblenden. Ja, da seht ihr vielleicht so ein bisschen alles. Also, unten ist der Mastdrucker, ja, haben wir auch nochmal draufgeschrieben. Das ist so das beste Druckergebnis, was ich bekommen konnte mit dem. Und oben ist das von dem Fomemo. Und da muss ich ganz klar sagen, das war jetzt das beiliegende Papier, ja, was wir dort hatten, von Dragonhawk selbst. Ja, ihr seht, die Drucke sind schon nicht ganz so geil. Ne? Ich habe auch mal wirklich alles ausprobiert. Ich sage ganz ehrlich, wie es ist. Ne? Also, hier, ihr könnt das Papier, genauso wie beim Fomemo, da habe ich auch schon mal gelesen gehabt, werde ich euch auch mal hier ganz kurz noch einblenden oder zwischenblenden. Vielleicht bin ich jetzt gleich kurz abgehakt und blende das eben kurz ein, weil ich habe das Video, glaube ich, über Dingens gemacht, über mein Handy einfach nur. Naja, das geht hier einfach drin lassen. Versuchen wir es mal so. Aber ich glaube auch nicht, dass es viel besser wird. Aber schauen wir uns das mal an. Wow, was für ein guter Stencil. Wahnsinn. Okay, also, ich würde sagen, ich habe das mal eben geprüft, das ist Müll. So, wie gehabt, gespiegelt. Und halt hinten nichts dran. Schauen wir uns das jetzt mal an. Okay, wo ja auch mal der Streifen da kommt, aber das ist für mich hier. Auf jeden Fall ein Unterschied wie Tag und Nacht. Keine Ahnung, wie ihr das seht, aber schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil den Tipp hatte ich bekommen, als ich geschrieben habe, Problemlösung für den Fomemo und ja. Ja, und wie ihr da gesehen habt, auch beim Fomemo ist das Problem, also ich bin immer noch ein Freund davon, das nicht mit der gelben Seite zu drucken, auch wenn der Vorteil ist natürlich, dass wenn ihr es mit der gelben Seite druckt, dass ihr das Bild vorher nicht spiegeln müsst, aber das ist eine Sache von einer Sekunde, ja. Ich bin ein Freund davon, das gelbe Papier abzureißen und das mit dem weißen Papier nach oben hin durchziehen zu lassen und zu drucken. So, ihr müsst also bei dem Mastprinter auch abschneiden. Etwa einen Zentimeter vom Spirit-Papier oder welche anderen Sachen ihr habt. Das liegt ja daran, dass Spirit und S8 und alles was halt US-Lettergröße haben. So, das ist schon mal der eine Fakt. Und dann halt im direkten Vergleich zum Fomemo findet dieser Drucker bei mir keinen Anklang. Die Ergebnisse waren auch nicht so gut. Ich habe mal eben hier zum Spaß noch mal für euch das S8 Papier auch noch mal gedruckt. Ja, hier seht ihr einmal den Druck, der Oberdruck, ich mache schon mal so in der Kamera, der Oberdruck ist vom Mastdrucker, der untere Druck ist vom Fomemo. Ja, ich das jetzt abziehe hier, seht ihr da vielleicht auch noch mal einen kleinen Unterschied. Vom oberen seht ihr hier also, das Datum ist fast gar nicht zu sehen. Und dem unteren. Er hatte, mit den dicken Linien haben beide ein bisschen Probleme gehabt, um ehrlich zu sein, aber die dünnen Linien sind hier gut gedruckt worden. Ja, schwierig. Wenn man jetzt natürlich das Ganze im direkten Verhältnis sieht, ja, Fomemo zu Mast, muss ich ganz klar sagen, der Fomemo gefällt mir besser. Ja, tut mir leid an Dragonhawk. Ich habe auch mit Dragonhawk vorher schon mal kommuniziert, er bringt doch bitte einen Printer raus. Hat aber auch ein paar Vorlieben dazu, ne, wo ich gesagt habe, weißt du, am besten wäre US-Lettergröße und ja, und dann ja, kommt das Ding halt in A4 raus und ja, das ist halt so der Knackpunkt, ja, den ich jetzt beim Fomemo auch habe, aber man muss sagen, den Fomemo gibt es halt auch in US-Lettergröße zu kaufen. Dann bräuchtet ihr gar nichts abschneiden von eurem Spirit-Papier oder eurem S8. Und dann noch die Tatsache, dass das Ding hier halt 175 Euro kostet, der Fomemo knapp ein 100er aktuell. Macht den jetzt nicht unbedingt attraktiver, nur weil er sprechen kann. Und das Papier hier zum Beispiel, ja, das ihr hier auch als A4 Papier bekommt, das ist sehr knapp, was hier durchgeht, muss ich sagen. Also ich finde, das ist schon fast so knapp bemessen. Also wenn ihr hier ein bisschen das ganze Papier schief ansetzt, dann frisst er auch das Blatt Papier. Gleich ist uns auch passiert,
dass der Mastdrucker hier auch Papier gefressen hat, wenn wir die gelbe Seite entfernt haben, ja, um einen besseren Druck noch zu kriegen. Waren sehr viele Tests, also wir haben wirklich sehr viele Thermopapier-Papiere durch die Drucker gejagt und sind immer wieder zum Schluss gekommen. Ich finde, der ist sein Geld leider nicht wert. Ja, also ich finde, da kann man deutlich besser zum Fomemo greifen, wenn man so einen Low-Budget-Drucker braucht und ich einen Brother kaufen will und fährt damit besser. Das Papier selber habe ich leider nirgendwo mehr gefunden jetzt. Ich wollte euch eigentlich dann auch nochmal einblenden, weil ich hatte das, glaube ich, gesehen für roundabout 42 Euro oder so. Ne, irgendwie 42,16 Euro, ich weiß nicht, irgendwas Krummes war das, meine ich zumindest. Ich weiß, aber ich habe nicht darauf geachtet, wie viele Blätter drin sind. Wenn wirklich nur 15 Blätter drin, wenn wir in diesem... Ich denke mal eher, dass das vielleicht ein Sample-Pack ist, ne, für uns, die das Ding testen wollten oder gefragt wurden, ob wir das testen möchten. Kann sein, dass hier nur 15 drin sind, in den anderen waren 100 Blatt drin oder 200 Blatt, keine Ahnung. Ich sage mal, bei 200 Blatt wäre der Preis okay, bei 100 Blatt, ja, da kann ich mir genauso gut hier was kaufen, ja. Und wenn es wirklich 15 Blatt sind, dann ist das eine Sache, die ich niemals kaufen würde. Ne? Ja, Leute, am Ende des Tages, was bleibt mir großartig zu sagen? Der Drucker, vielleicht noch ein paar Facts dazu, der soll halt mit einer vollen Akkuladung, ich glaube 2500 mAh Akkuladung hat das ganze Ding, soll der 100 Blatt ausdrucken können, bis er wieder geladen werden muss. Klingt schön, aber was nützt das, wenn so viele Sachen daran aus meiner Sicht negativ sind? Mag sein, dass das ein Montagsprodukt ist. Vielleicht ist Tom damit besser gefahren. Wie gesagt, ich hatte nur gesehen, dass er den bewertet hat. Hat mir das noch nicht reingezogen bis jetzt. Werde ich dann nachholen, vielleicht auch im Rahmen von der Reaction. Dann gucke ich mir vielleicht das ganze Ding mal an. Und ja, ihr wisst Bescheid, was meine Meinung dazu ist. Könnt ihr gerne beim Tom vergleichen, was er dazu zu sagen hat. Und dann bildet ihr euch eure Meinung. Verlinken tue ich den Drucker natürlich trotzdem. Wer den kaufen will, ist dann drin. Den Fomemo kann ich euch gerne auch nochmal verlinken. Ja, dann könnt ihr den auch nochmal euch angucken. Und in diesem Sinne würde ich sagen, haut rein, bis demnächst. Ciao. Also, ich hatte es schon mal angekündigt in dem kleinen Shorts. Dieser Printer hier, den möchte ich euch gerne zur Verfügung stellen. Ja, ich brauche den definitiv nicht. Ich fahre mit meinem Fomemo relativ gut. Und auch noch haben wir noch hier drei Ecotank-Drucker, also von, oder vier mittlerweile. Wir sind also auf jeden Fall für alle Stencils der Welt gewappnet. Ja? Ich brauche den nicht, ich habe den umsonst bekommen, deshalb sollt ihr den haben. Wer den haben möchte, gerne einfach in die Tastatur kloppen. Hallo, ich brauche diesen Tattoo-Printer, weil... Ergänzen. Oder ihr schreibt zum Beispiel sowas wie, der hier bestechlich ist das ist der schönste Tätowierer. Nein, lügen sollt ihr nicht. Wenn ihr vielleicht Nachsprecher werden wollt, könnt ihr auch, nein. Oder wenn ihr vielleicht so eine Ansprache halten würdet, wie vielleicht auch so manchen Schönheitswettbewerben so. Hallo, ich brauche diesen Printer, denn ich möchte Frieden auf der Welt. Ja, lasst euch da einfach mal einfallen, was ihr schreibt. Auf jeden Fall, jeder, der einen Kommentar schreibt, der ist auf jeden Fall im Lostopf da drin. So wie gehabt, immer bei allen Gewinnspielen hier. Und wenn, ich würde sagen, das lassen wir wieder laufen bis zum nächsten Video, was erscheint. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unregelmäßiger, wisst ihr. Aber beim nächsten Video, dann löse ich in den Kommentaren auf von diesem Video. Aber in den Kommentaren löse ich ihn auf, schreibt den Gewinner an. Irgendwo, sag hallo, hier, du hast gewonnen, herzlichen Glückwunsch, komm vorbei, hol dir das Ding ab.